Ich habe noch nie so ein verstörendes Spiel gespielt. Never, never ever in meiner gesamten Gaming-Laufbahn habe ich ein Spiel gesehen. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Yandere Simulator. Gestern ist ein fettes neues Update rausgekommen. Es ist ein paar wunderschöne Features reingekommen. Es ist ein wirklich wunderschönes Werkzeug reingekommen, was ich unbedingt testen will. Ich habe so eine Vermutung, wo das ist, und deswegen komme ich mal gleich schon in den Garten shoppen. Ich hoffe, da ist es. Wenn nicht, muss ich ein bisschen rumsuchen. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Eine Kreissäge, eine verdammte Kreissäge. Lass mal den Gartenclub joinen, vielleicht bringt das ja doch was. Die sagt ja, wenn man im Gartenclub ist, dann kann man Sachen rumschleppen, ohne dass man verdächtig aussieht. Von daher, ich habe jetzt eine Kreissäge. Oh, die Schulhalle hat endlich mal ein Außengebäude. Das ist endlich fancy. Ja, das sah so hässlich aus die ganze Jahre. Die ganzen Jahre, ja. Mir kommt schon so vor, als ob ich das Spiel der Ewigkeiten zocke. So, und diese Kreissäge, die werden wir natürlich austesten. Zu wissenschaftlichen Zwecken. Die soll ja auch funktionieren, wenn wir später einen Baum fällen oder sowas. Unser erstes Opfer. Unser erst... Oh, shit. Ich kann gleich mit der Kreissäge angreifen. Holy shit. What the fuck? Oh Gott, das ist, ich hatte ja schon eine Vermutung, dass es krass wird, aber dass es so krass wird. Und holy shit, jetzt machen wir noch mehr Action. What the fuck? Abgefuckt. Holy shit, mit jedem Update wird das immer schlimmer. Oh, ich bin wahrscheinlich total rot im Gesicht. Das ist gerade so wirklich kacke. Kann ich hier Geschenke fallen lassen? Oh, das haben die gesehen, das haben die nicht gemocht. Schade. Welchen Körperteil können wir noch mitnehmen? Lass mein Bein nehmen. Ich habe so ein Knüppel als Bein. Oh Gott, das ist so kacke. Das ist so krank geworden. Oh mein Gott. Ich komme da voll nicht gerade drauf klar. Ich komme da null drauf klar. Kann ich damit jemanden knüppeln? Kann ich jemanden damit knüppeln? Nein? Komm, nehm mir mal den Körper mit. Holy shit, ich habe ein Schutzschild. Ich habe einfach mal so ein Schutzschild vorne dran. Oh, das ist so scheiße. Was, warum kann man das mitnehmen? Das ist so abgefuckt. Oh, ich habe mich beruhigt. Heilige Scheiße, das ist pervers. Guckt euch das an. Einmal mitten durch. Zum Glück hat er das nicht noch weiter animiert. Und die bewegen sich nicht mal. Die bewegen sich nicht mal. Die sind total abge... Alter Falter Macaroni, ey. Puh. Okay. Das Spiel hat eine ganz neue... eine ganz neue Phase bekommen. Ohne Scheiß. Darf ich das überhaupt hochladen, ohne ab 18 zu machen? Jesus Christ, das ist übel. Das ist übel. Mal gucken, ob ich davonkommen kann, indem ich mich hier nackig mache und was weiß ich nicht alles. Oh, ich muss schnell sein. Ich muss richtig schnell sein. Erstmal schön die Bubis schrubben. Holy shit. Das ist richtig abgefuckt, ey. Ich packe in den Titel definitiv ein paar Warnungsstörungen rein. Das darf ich nicht produzieren. Bisschen lachen, weil das dazu gehört. Okay. Die hat sich wieder beruhigt. Die Stimmung ist wieder heikel. Wieder prickelnd. Oh, ich muss schnell die Klamotten loswerden. Schnell, bevor die Bullen da sind. 10 Sekunden. Fuck, 9 Sekunden. Dump und aktivieren. Brenn die Bude weg. Warum findet er, dass ich immer noch Blutspuren? Oh Gott. Die Bullen sind da. Ich habe immer noch Blutspuren an den Füßen. Das geht nicht weg. Die haben die Leiche von Midorin Gurin gefunden. Also grün. Und was ist mit den anderen Leichen, die da verstümmelt rumliegen? Keine Mörderwaffe. Aber können mich nicht darauf festnageln. Haben keine genug, nicht genug Beweise. Und die lassen mich frei. Leute. Was habe ich gemacht, ey? Holy shit, ey. Das Spiel war bisher immer abgefuckt, ne? Ich komme hier nicht drauf klar. Das Spiel war schon immer drauf abgefuckt, ne? Aber das jetzt hat jetzt echt extrem, ein extrem neues Level von Abfuckness erreicht. Das ist so falsch. Das ist so falsch auf so vielen Ebenen, dass man eigentlich das gar nicht machen sollte. Ja, das war eine Anspielung an Kurono, aber egal. Ich meine, die juckt es ja mal null, ne? Ich kann die leider nicht mitten durch zersägen. Aber alle anderen, das ist richtig mies, das ist böse.
Die haben mich alle mit der Säge gesehen. Guckt euch meine Repetition an. -65,00001. Ich habe ja auch noch die perfekte Maske auf. Das ist ja prickelnd. Hey, hast du mal Bock mitzukommen? Ich will dir mal was zeigen. Die hat mich nur ein bisschen gesehen, nicht ganz. Hat's nicht mitgekriegt, was ich hier habe, aber jetzt. Oh, das ist so böse. Das ist so böse, ey. Aber mit dem neuen Update, guck mal, wir können die tragen. Wir können die tragen. What the fuck ist hier ab, Alter? Was ist das hier? Telekinetische Fähigkeiten oder was? Und die rennt dabei auch noch. Ah, jetzt ist schon besser, jetzt schon besser. Jetzt, wo ich die Säge in der Hand habe. Hey, cool, wir können jetzt Schulmädchen schleppen. Und das ist alles so falsch, ey. Das macht die Sache deutlich schneller. Guck mal, wie flott ich vorankomme. Ich kann die Leute jetzt endlich in eine Mülltonne stopfen. So, ab in eine Tonne mit ihr. Schlopp. Ach, die legt ihr einfach rein. Die alte Animation gefiel mir mehr. Die hat da so richtig reingeschmissen mit Schwung. Aber ohne Scheiß. Allein, dass das geht. Allein, dass das geht. Und der Sound. Und alles wild dran. Jesus, das ist so richtig böse. Und die zucken dann. Das ist so falsch, ey. Wann stehen die da im Gang? Haben die nur bisher nie gemacht. Das ist der Okkult-Club. Ach ja, weil die keinen Member mehr haben. Egal, hört nicht auf die Geräusche. Wie der da noch so rumspaziert und ha, ha. Guckt mal, Leute, ich habe modernes Kunstwerk geschaffen, ey. Die liegen in Teilen. Das ist... Oh Gott, ey. Ich habe noch nie so ein verstörendes Spiel gespielt. Never, never ever in meiner gesamten Gaming-Laufbahn habe ich ein Spiel gesehen, wo man mit einer Kreissäge Leute zermetzeln kann. Alle Beweise beseitigt, wir gehen nach Hause. Der maskierte Rächer oder was auch immer, ey. Ich bin immer noch... Ich bin volle Kanne perplex. Nachdem man die Leichen auch noch zerteilt hat, kommt keine Polizei. Die Leichen existieren nicht, als ob die verbrannt wären. Hat auch in dem Patch noch... Nee, doch, die kommen ja doch. Oh, ey, ja, habe ich nichts gedacht. Die finden keine Leichen offen in der Schule, aber... Sag ich ja, die Körperteile existieren nicht. Keine Mörderwaffe. Oh, weil ich noch verrückt war, haben die mich jetzt doch verhaftet. Okay. Arrested. Oh, ich hätte mal ein bisschen lachen sollen, dann ist man nicht mehr verdächtig. Dieses Update ist so falsch. Auf so vielen Ebenen. Das ist unglaublich. Das ist so unglaublich. Leute, ich hoffe, ihr seid nicht zu verstört hier rausgegangen. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich muss erstmal vielleicht Tomatensaft trinken. Schaltet rein in die nächste Folge, schaltet rein in die letzten, die anderen Simulator-Folgen und gebt mir einen Daumen hoch und Flosse und Flop.